Der Kryptomarkt und seine betrügerischen Auswüchse ebben einfach nicht ab. Ganz im Gegenteil. Täglich werden neue Betrugsplattformen ins Netz gestellt, um uninformierten Laien das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich bin der Callcenter-Crasher und begrüße euch zum heutigen Sonntagsvideo. Wer das Tauziehen um das Geld aus der Tasche des Opfers gewinnt, das könnt ihr nach dem Intro hören. Viel Spaß dabei! Hallo? Hallo? Ja, Ja, hallo? schönen Tag. Spreche ich mit Herrn Martin? Martin? Klagensmann? Ja, das ist richtig. Ich grüße Sie. Clara Smith ruft sich an. Ich rufe Sie vom Kryptos Market wegen einer Von Meldung, dass Sie was bei uns bitte? gemacht haben. Kryptos Market. Also, Aha. Sie haben eine Anmeldung gemacht bei uns und haben Sie Interesse gezeigt am Online-Investitionen. Das ist richtig, ja? Wann hatte ich diese Anmeldung gemacht? Das muss ja schon eine Weile her sein. Ja, es ist ein bisschen. Ach, und da melden Sie sich so schnell. Vor Okay. Gut. Und also, was bieten Sie an? ich möchte wissen, sind Sie noch interessiert oder haben Sie investiert oder was passiert mit dieser Anmeldung? Denn es ist noch in der Anmeldungsliste und nicht bei der Investitionsliste. Ja, dann werde ich Also wohl bei haben Ihnen noch Sie. nicht investiert haben. Ja. Das ist klar. Also kann ich das darum wissen, warum haben Sie noch nicht investiert? Haben Sie Anrufe erhalten von unserem Unternehmen oder ein anderes Unternehmen? Oh, Und was ich passiert? krieg viele Anrufe, ja. Was bietet Ja, Ihre und Firma denn jetzt an? also unsere Firma bietet eine sehr gute, das ist sehr wichtig, eine sehr gute und mit einer 10-jährigen Erfahrung ein Finanzexpert, Finanzberater, die Ihnen hilft, mit ihr Profite zu erreichen. Bei uns das Mindestbetrag ist 250 €. Haben Sie auch die andere Möglichkeit, mit 500 € zu fängen, können Sie einen Zu Bonus aus fängen? 150 Was heißt zu fängen? zu starten, das Investition. Ach so, anzufangen meinen Sie. Genau. Können Sie auch einen Bonus haben Ja, aber von erstmal möchte ich ja wissen, 250 €? mit was ich bei Ihnen handeln kann, zum Beispiel, was ich verdienen kann. Das möchte ich erstmal Also, wissen. okay, also Sie können beim verschiedenen Finanzmärkte investieren, zum Beispiel Ja, in welche denn? Krypto, im Rohstoffe, im Öl, im Gold und sind verschiedene Märkte. Sie werden das mit der Finanzberater, Finanzexpert besser sprechen. Sie kann Ihnen besser Ja, prima, erklären, dann wie geben Sie das mir den doch funktioniert. mal. Nochmal? Dann geben Sie mir den noch mal, den Finanzberater. Sie können, nein, Sie können nicht mit der Finanzberater sprechen, wenn Sie nicht ein Kunde sind. Dann, wo Ja, ist ich möchte. da der Unterschied dann zwischen einem Kunde und Ja, aber ich eine möchte andere doch, Person? bevor ich irgendwas mache, möchte ich doch wissen, ob die Sachen, für die ich mich interessiere, überhaupt bei Ihnen gehandelt werden können. Verstehe ich. Okay, ja, ich kann das kurz erklären. Also, wie habe ich gesagt, Sie können mit der Hilfe von dem Finanzberater die Position eröffnen, schließen, wählen Sie, welcher Finanzmarkt ist besser für Sie. Für diese, das habe ich Ihnen erklärt. Sie haben auch verschiedene andere Finanzmärkte, wo können Sie große Profite erreichen. Bitte, ich habe eine Frage. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das etwas Neues für Sie? Ja, ich habe mir Erfahrungen angelesen, ja. Haben Sie Erfahrung? Angelesen. Verstehe ich. Theoretischer Natur. Ja, habe ich verstanden. Okay, dann, wie habe ich gesagt, der Finanzberater hilft Ihnen weiter mit alles. Ja, Ich dann geben Sie mir doch mal den Finanzberater. Also, wie habe ich gesagt, Sie müssen einen Kunde von unserer Firma Ja, fragen, mit einem das von hatte ich, unserem Finanzberater zu sprechen. hatten Sie das gar nicht verstanden? Bevor ich Nein, irgend... habe ich das schon verstanden? Lassen Sie mich erklären mal. Also, ich helfe Ihnen mit den ersten Schritten. Wenn Sie möchten eine andere Information, also wenn Sie haben nicht gelesen um was, denn ich bin nur für das Konto zur Aktivierung, Verifizierung, können Sie mit einer anderen Expert von uns sprechen, aber Ja, nicht dann mit geben Sie mir der den Experten weiter. Finanzberater. Ich möchte ja wissen, ob Sie mit den Rohstoffen zum Beispiel handeln, für die ich mich interessiere. Das möchte ich gerne vorher wissen. Sonst würde ich ja gar nicht investieren. Okay. Bis der Finanz
ganz kurz bitte. Bitte? Okay. Bis meine Kollegin kommt her und Ihnen zu erklären, muss ich Ihnen erklären, dass bei uns haben Sie 2 Wochen Probezeit und durch diese 2 Wochen können Sie unsere Plattform Zen-Session schauen und können Sie Profit erreichen gleichzeitig und wenn Sie zufrieden sind, können Sie weiter investieren. Wenn Sie nicht zufrieden sind, können Sie eine Auszahl auf der Betrag, das Sie bezahlt haben, zurücknehmen. Ja, und wie ist das gewährleistet? Man hört ja sehr viel von Finanzplattformen, die dann das Geld nicht mehr auszahlen. Hört man sehr viel von. Nochmal? Haben Sie nicht verstanden? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Ja, es ist jemand, der spricht Deutsch. Denn ich bin, dann geben Sie mir denjenigen bitte. Okay, ganz kurz bitte, denn sie ist in einem anderen Gespräch momentan. Herr Jagensmann, Sie haben gesagt, dass Sie haben... Jürgensmann, nicht Jagensmann, Jürgensmann. Hier steht Jagensmann. Ja, das habe ich nicht geschrieben. Wo haben Sie da meine Daten her? Denn von den Anmeldungen, die Sie gemacht haben. Nee, da habe ich Jürgensmann geschrieben. Okay, ganz kurz jetzt. Sie müssen nur auf meine E-Mail schauen. Die hatte ich auch hinterlassen. Da steht auch Jürgensmann. Sagen Sie mal. Ja, bei der E-Mail ist Jürgensmann, ja. Ja, genau. Ja, eben. Genau. Ja. So, da möchte ich bitte jetzt mal den Fachexperten sprechen, bitte. Nochmal? Ach, können Sie denn nicht einmal zuhören? Machen Sie doch einfach mal die Musik ein bisschen leiser, dann verstehen Sie auch, was ich sage. Ja, ich kann Sie verstehen, aber nee, ich habe gesagt... Nee, warum fragen Sie dauernd nach? Sie verstehen mich doch gar nicht, weil Sie dauernd nachfragen. Warten Sie ganz kurz bitte. Ja, wie immer warten. Hallo? Ja? Ich grüße Sie, Herr Jagensmann, ja? Nein. Das hatte ich Ihre Kollegin schon gesagt. Jürgensmann. Hallo. Ja, ich höre Sie. Ja. Also, ich heiße Jürgensmann. Ja, Jürgensmann, aber Sie haben schon von dem Nachname Jürgensmann. Nein, habe ich nicht geschrieben. Schauen Sie auf meine E-Mail-Adresse. Ja. Da steht Jürgensmann. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, warum ist denn plötzlich so ruhig? Ja, ich bin ruhig. Ja, Sie müssen ruhig sein. Warum muss ich ruhig sein? Warum? Weil Sie schreien, ja? Sie was? Schreien. Nee, ich schreie nicht. Wollen Sie, dass ich schreie? Ich rede ganz normal. Dann müssen Sie Ihren Kopfhörer aber ein bisschen anders einstellen. Ich schreie nicht, ich rede ganz normal. Ich rede ganz normal. So. Ganz normal zu schreien. Nein, ich schreie doch gar nicht. Sollen wir mal testen, wollen Sie mal hören, wenn ich schreie? Wollen Sie das hören? Ein kurzes Moment. Und wieder warten. Hallo. Auf was soll ich denn warten? Hallo? Ja, hallo. Auf was muss ich denn dauernd warten? Können Sie für mich nur 2 Minuten warten? Warum denn? Warum? Warum? Warum soll ich warten? Hallo? Aufwachen! Ist Ihr Telefon kaputt, oder was? Ja, das Telefon ist schon kaputt. Ah ja, okay. Sie haben also ein kaputtes Telefon, okay. Ja, genau. Okay, jetzt können Sie mir sagen, für was brauchen Sie meine Hilfe und wieso sind Sie schon angemeldet bei meinem Unternehmen? Ach, das ist Ihr. Sie sind der Chef des Unternehmens? Aber Sie haben schon
Kandidaten bei uns hinterlassen, ja? Ich habe Sie gerade gefragt. Sie verstehen auch kein Deutsch, ne? Ihre Kollegin hat gesagt, dass der Nächste jetzt ein bisschen besser Deutsch spricht. Sie verstehen ja auch nicht, was ich sage. Ich hatte gefragt, die Kollegin hat gesagt, ich muss erst investieren, um einen Fachberater zu sprechen. Aber ich werde erst dann investieren, ob ich weiß, ob die Produkte, für die ich mich interessiere, auch bei Ihnen gehandelt werden können. Ja, aber okay, kurzes Moment. Mal wieder kurz. Ja, Sie haben also nicht verstanden. Sie haben es also nicht verstanden. Lassen Sie mich zu reden, ja? Ja. Gehen. Ja. So, ich habe schon gesagt, erstmal müssen Sie ein Handelskonto aktiv stellen und danach wir können zusammen die neuen Projekte anbieten, ja? Es ist nicht so einfach, Informationen nehmen und danach weiter Investitionen machen. Erstmal kommen Sie bei uns, bei unserem Unternehmen und danach werden Sie alle die Informationen schriftlich nehmen. Sie haben schon einen Expert verfügbar, jederzeit, damit Sie alles besser verstehen können. Ich dachte, Sie sind der Experte. Nein, ich bin nicht eine Expertin. Ja, die Kollegin hat aber gesagt, Sie wäre der Experte. Ich bin eine Finanzberaterin, aber weiter, wenn Sie ein Handelskonto aktiv stellen, normalerweise, Sie haben schon verfügbar einen Expert, ja? So, wiederhole ich es nochmal, jetzt hören Sie bitte ganz genau zu. Warum sollte ich ein Handelskonto aktiv stellen? Lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Sie unterbrechen mich dauernd. Können Sie jetzt zuhören oder nicht? Nein, ich will nicht. Gut, dann legen Sie auf. Dann legen Sie einfach auf. Hurensohn. Ja, da wird es wieder ein Betrüger. Tschüss, Betrüger. Kannst auflegen. Tschüss, Betrüger. Jetzt auflegen. Du hast vergessen aufzulegen. Na, dummer Betrüger? Ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Übrigens, ich lege nicht auf. Wir können jetzt das Telefon noch 2, 3, 4 oder ganze Tage warten. Ich lege nicht auf. Ja, bitte? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mit Herrn Bachmut. Das ist richtig, ja. Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Registration auf Trading Pro Financial. Ja. Herr Bachmut, ich möchte fragen, also Sie möchten Ihr Handelskonto aktivieren oder haben Sie einfach Schwierigkeiten beim Anmeldung bekommen und haben Sie schon ein aktives Handelskonto? Nee, habe ich noch nicht. Ich interessiere mich jetzt gerade dafür. Okay, sehr gut. Dann ich werde Sie alles erklären, Herr Bachmut. Ja, gerne. Ich möchte zuerst fragen, also, woher haben Sie über unsere Firma gehört oder gesehen? Übers Internet. Wie haben Sie uns gefunden? Im Internet. Im Internet, ja? Okay, alles klar. Sehr gut. Herr Bachmut, haben Sie schon mal entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Nee, habe ich noch nicht, weil ich irgendwie noch zu wenig weiß über die ganze Geschichte, wie man da Geld verdienen kann. Okay, in Ordnung. Dann machen wir Folgendes, Herr Bachmut. Ich werde jetzt Sie mit unserem Kontoberater verbinden und damit werden Sie also alle vollständige Informationen bekommen und auch beim Interesse und Wunsch Ihr Handelskonto auch aktivieren, ja? Okay, gut. Warten Sie bitte kurz an der Leitung, nicht auflegen, ja? Ja. Perfekt. Hallo? Hallo? Ja, hallo, guten Tag. Hier ist Martin Weber. Grüße Sie. Hallo, Herr Weber. Ich spreche gerade mit Herr Bachmut, richtig? Das ist richtig, ja. Super, freut mich, Sie zu erreichen. Folgendes, mein Herr, Sie sind weitergeleitet auf meiner Seite. Ich möchte Sie dazu jetzt einmal gerne weiterleiten, um das ganze Prozess zu erklären. Und somit für die Zahlungs- und für die Arten des Konto, die wir hier haben, ja? Ja, erklären Sie mal die ganze Geschichte, wie das funktioniert. Ganz genau. Bis jetzt erstmal die Frage ist, ob Sie dazu Erfahrungen haben. Haben Sie schon mal gehandelt? Nee, habe ich nicht. Okay. Folgendes, Herr Bachmut, Sie haben sich
quasi auf unserer Seite Ihre Daten gegeben und da haben Sie auch bestimmt angeschaut, dass Sie die Möglichkeit haben, erstmal mit dem Mindestbetrag anzufangen, 250 Euro, ne? Ja, das irgendwie war das so, ja. Also, wir haben drei verschiedene Arten des Kontos. Wir haben einmal mit 250 Euro, ja. Dazu haben Sie quasi, natürlich, dazu erhalten Sie eine Experte von unserer Seite, der für Sie handelt wird, ne? Sie müssen quasi von Ihrer Seite nichts machen. Sie erhalten von uns einen Link, eine App, Zugangsdaten. Und da, wo Sie die Möglichkeit haben, das ganze Prozess zum Überprüfen, wie viel Sie pro Tag verdienen und mit was wird gehandelt. Ja? Das bedeutet, auf die 250 Euro Einzahlung, dazu hat der Experte von unserer Seite einen Trader. Ne? Handelsraben hat er da von 1.000 bis 5.000. Ja? Und dazu haben Sie Unterstützung. Auf die zweite Arten des Konto, ja, mit 500 Euro, dazu hat er drei Trader. Ne? Handelsraben von 5.000 bis 10.000. Ne? Dazu haben Sie auch Unterstützung, dazu bekommt ihr auch die neuen Projekte. Ne? Bei der dritten Erkundung des Arten mit 1.000 Euro, dazu hat er fünf Trader auf einmalige Seite. Das bedeutet, dazu hat er, dazu bekommt er auch VIP-Signale, ne? Und dazu quasi hat er die Möglichkeit, Ihnen das Doppelte zu verdienen. Ja, es kommt dran, mit welchem Betrag Sie den Anfang geschieht zu machen. Ja, zum Beispiel, dass Sie jetzt keine Erfahrungen haben, dass Sie das erste Mal machen, wir bieten an für unsere Kunden nur einmal mit dem Mindestbetrag zu investieren, 250 Euro, weil dazu haben Sie auch die Möglichkeit, damit Sie uns das zu testen, 2 Wochen lang, damit Sie zum Anschauen erstmal, wie das Ganze funktioniert. Ja, mit dem Mindestbetrag. Somit erhalten Sie einen Experten. Ne, sobald Ihre Handelskonto aktiviert bei uns ist, dann leiten wir Sie sofort an den Experten. Ja, der wird Ihnen dazu mal verifizieren mit Ihrer Ausweis, Ihrem Führerschein. Und somit fängt er sofort mit dem Handeln und Sie erhalten dazu auch Zugangsdaten. Sie bekommen von unserer Seite eine App, da wo Sie dazu den Zugriff haben, damit Sie zum Anschauen, wie viel er mit dieser Einzahlung, die Sie eingezahlt haben, wie viel er für Sie pro Tag verdient. Ne, und mit was er handelt. Ja, Nach der Woche das möchte ich erhalten. natürlich auch vorher wissen, was man bei Ihnen verdienen kann. Ja, ich habe Ihnen gesagt, also Handelsrahmen, wenn Sie jetzt mit dem Mindestbetrag anfangen, also mit dem 250 Euro, dazu haben Sie die Möglichkeit, sagen wir jetzt in einem Monat circa, den wir erreichen, so wie momentan die Signale laufen, ja, sieht gut aus, also mindestens sagen wir so bis 800, also 900 Euro, ja, in diese eine Monat, ja. Also das bedeutet jetzt, es geht nicht nur um einen Monat, dass Sie jetzt mit uns handeln, ja. Es geht dazu, dass wir versuchen quasi, der Experte versucht dazu, und diese 250 Euro, er gibt sein Bestes dazu, damit er das Doppelte zu verdienen von dem, ja. Und jedes Monat, das verdoppelt sich, ja. Ende des Monats, Sie erhalten da einen Anruf von unserer Seite, direkt von der Börse, ja. Und also Sie wurden quasi angefragt, ob Sie dazu die ganze Gewinne erhalten möchten oder die Hälfte zu bekommen und die Hälfte hier weiterzulassen, somit auch für den nächsten Monat zum Handeln. Ich Ja, bekomme einen und Anruf so von der quasi Börse. Von welcher Börse denn? von unserer Seite quasi, von dem Experten, der für Sie handelt. Ja, weil Sie sagten von der Weil Börse. der hat ja Ihre Gewinne. Der hat Ihnen das Ganze erreicht. Also Ja der wird gut, für aber Sie Sie sagten ja, Sie bestimmt bekommen einen erreichen. Anruf von der Börse. Haben Sie ja Ja, wir sind gesagt. auch in der Börse, mein Herr. Ach, Sie sind an der Börse. An welcher Börse denn? Wir sind momentan, wo Sie unsere Standort haben. Sie werden auch von uns eine Lizenz bekommen per E-Mail, ja, damit Sie sich einmal zu sichern, um Ja, zu sehen, dass das wir wäre doch schon mal ein guter eine Anfang. sicherte Firma bekommen. Das wäre doch Genau, schon mal ein guter genau. Anfang. Das könnte ich gerne auch per E-Mail senden. Ja, dann senden Sie mir mal. Das wäre schon mal gut. Okay. Genau. Die Sache eben, das bekommen Sie nicht von meiner Seite, Sie erhalten das von den Experten, Herr Bachmut. Ja, aber Ihre Firma muss doch eine Lizenz haben. Wir haben eine Lizenz, unsere Kunden bekommen später nach der Aktivierung unsere Lizenz. Und so Nee. ist es leider nicht möglich, von meiner Seite Ihnen unsere Lizenz zu schicken. Warum nicht? Weil das ist eben so seit 5 Monaten schon. Früher wäre das möglich, aber jetzt seit 5, 6 Monaten ist leider nicht mehr möglich. Also wir schicken unsere Lizenz für unsere Kunden,
Ne, und somit dann, es gibt Kunden, die dazu Spaß machen, ja, die nur quasi ihre Zeit verlieren. Und deswegen leider diese Möglichkeit haben wir nicht mehr. Nach dem Aktivieren des Kontos bekommen Sie unsere Lizenz. Nee, 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 nee. So funktioniert das nicht. Ich habe mich ja auf mehreren im Internet auf mehreren Seiten irgendwie eingetragen und die geben ihre Lizenz im Vorfeld. Weil das ist, macht ja Es ist leider ebenso. ja, das macht aber jede legale Firma, die hat zum Beispiel ihre Lizenz auf ihrer Internetseite stehen. Bei Ihnen finde ich das leider nicht. Deswegen möchte ich natürlich Ja, also, vorher Herr wissen, Bachmut, wo ich Sie habe Ihnen. Lizenz. Lassen Sie mich bitte ausreden. Ich möchte gerne wissen, wo Sie lizenziert sind, bevor ich irgendwie was mache, Herr einzahle. Bachmut, ich hab Ihnen das ganze Prozess erklärt. Ja, so wird es deswegen keine Kunde, ja. Falls Sie mitmachen möchten, können wir gerne weitermachen. Falls Sie dazu nicht weitermachen möchten, wir können das Gespräch beenden und das war's eben. Ja, Ach, es ist eben so, wie ich das Sie eben erklärt wollen habe. allen Interessenten also Ihre Lizenz nicht teilen? Ist das richtig? Leider habe ich nicht die Möglichkeit. Falls ich die Möglichkeit hätte, Doch, gerne ist doch mache ich ganz das. einfach. Sie haben Aber ja eine leider nicht. Lizenz. Leider Dann nicht. können Sie einfach sagen, wo Sie Nein. lizenziert sind. Und dann haben wir das. Dann kann ich vielleicht auch einzahlen. Aber wenn ich nicht weiß, wo Sie lizenziert sind, dann werde ich sicherlich nicht irgendwo einzahlen. Weil ich weiß ja gar nicht, ob Sie als Firma legal sind. Ich möchte gerne mit einer legalen Firma arbeiten. Und wenn Sie mir Ich kann keine Sie vollkommen Lizenz. verstehen, also ich würde auch so reagieren in Ihrem Platz, ja? Ja, Auf jeden dann Fall, sind wir uns ja ich würde einig. auch gerne so, aber ich habe mitgeteilt, leider. Also das 5, 6 Monaten ist eben so, ja, Ja, was ist dann da, was hat sich tut mir sehr leid. in 5, 6 Monaten denn geändert, dass Sie Ihre Lizenz nicht Ja, früher weitergeben hatten dürfen? wir die Möglichkeit, also von unserer Seite für unsere Kunden unsere Lizenz einmal zu schicken, ja, so quasi, soweit haben Sie was auf dem Hand, ne? Und somit sie auch zahlen sie ein. So sind sie quasi mehr sicher. Und jetzt ist die Sache eben so anders, dass wir nicht von unserer Seite die Lizenz zu schicken. Ja, Tut mir ich sehr frage leid, mich mein Herr. warum, weil jede legal arbeitende Ich habe Firma, Ihnen doch gesagt, ich habe Ihnen doch warum gesagt, mein unterbrechen Herr. Sie mich eigentlich Ja, und dauernd? es gibt Kunden, Warum die unterbrechen Sie muss ich mich nicht eigentlich stören. Ich dauernd? bin hier der Kundenberater. Ja, aber ja, Also, Sie Herr beraten Bachmut, ja schlecht, wenn bitte Sie schön. schon Ihre Lizenz nicht nennen können. Ja, ich möchte Ihnen nur erklären. Ich möchte Ihnen Ja, erklären, aber Sie müssen mich warum wir nicht nicht die dauernd Möglichkeit dafür haben. unterbrechen. Wir senden keine Lizenz. Ja gut, Tut mir dann sehr gehe ich leid, das ist stark alles. davon aus, dass Sie gar Wir keine können Lizenz gerne ein haben. Gespräch. Sie unterbrechen mich Wie schon bitte? wieder. Ja, das ist das Problem. Sie hören nicht zu und Sie unterbrechen mich. Also Also, Herr Bachmut, wer dann soll gehe sich ich da. Ja, Sie diskutieren, bitte, unterbrechen ja? mich ja schon wieder. Schon wieder. Nein, die Sache Doch, ist, ich doch, möchte Sie nur mitteilen. unterbrechen mich dauernd. Das Herr tun Bachmut? Sie. Also, wenn Sie sagen, Sie wollen mir Ja. Ihre Lizenz nicht geben, dann gehe ich davon aus, dass Sie gar keine Lizenz haben. Liege ich da richtig? Wenn so Ihre Meinung, wenn Sie mit Bauchgefühl arbeiten, dann tut mir Nee, sehr leid, ich Herr habe Sie Kalbert. Dann haben Sie Pech, gefragt. mein Herr. Ich habe Sie Ich gefragt. habe Ihnen Gehe aber ich da richtig? geantwortet. Ich habe Ihnen geantwortet. Nee, Wir ich haben habe nicht die Sie Möglichkeit gefragt, zu gehe ich senden. da richtig, dass Sie keine Lizenz haben? Ja oder nein? Nein. Also wir haben Ich, eine Lizenz, Herr ja Bachmut. gut, Wenn wir dann eine senden Sie mir hätten, bitte Ihre warum sollten wir jetzt Lizenz. mit mir telefonieren? Dann nennen Sie mir Aber Sie bitte Ihre verstehen mich Lizenz. nicht. Ich habe Ihnen Doch, ich geantwortet, verstehe es. dreimal. Ja, ich verstehe es, aber Hören Sie es mir ist nicht zu, legal, Herr was Sie Bachmut. machen. Wie bitte? Ja, so gut verstehen Sie also doch. Jede legale Nein. Firma gibt einem Interessenten die Lizenznummer bekannt. Sie machen das nicht. Dann können Sie ja gar keine Lizenz haben. Okay, wenn ich Ihnen das gebe, wenn ich Ihnen das sage, was ist Ihre Meinung, wenn ich das sage, was geht Ja, dann nach dann kann dahin? ich, dann kann ich das sehen und dann kann ich eventuell bei Ihnen mitmachen. Das kann nur. Normalerweise dürfen wir das, aber okay, kein Problem, dann sage ich Ihnen einmal die Lizenznummer. Okay? Ja, okay. Wo sind Sie dann lizenziert? Ich sage Ihnen einmal die Lizenznummer. Ja, und wer Komme ich hat die drauf. ausgestellt? Bei welcher Behörde sind Sie lizenziert? Mein Herr, schreiben Sie auf, nehmen Sie einen Kugelschreiber und schreiben Sie auf. Ja, dazu muss ich aber wissen, bei welcher Behörde Sie lizenziert sind. Bachmut, Ja. schreiben Sie die Lizenznummer so. Wollen Sie, damit ich das Bescheid sagen oder Ja, nicht? ich kann aber die Lizenz nicht überprüfen, wenn Zuerst. ich nicht weiß, wo Sie lizenziert sind. Das ist der erste Punkt. Ja, Sind Sie sollten Sie lizenziert sich in das Ding Deutschland bei an der der Erwachsenen BaFin? machen? Ja? Sind Sie in Deutschland lizenziert bei der Mhm. BaFin? Moment.
Also, Sie sind ein erwachsener Mann. Richtig. Nehmen Sie Ihre Kugelschreiber Ja, und dann etwas sagen und Sie doch Stein. endlich mal die Nummer und sagen Sie mir vor allem, wo Sie lizenziert sind. So, die Lizenznummer lautet, ja, 49624. 49624. Und wer hat die Lizenz ausgestellt? Herr Bachmut, ich habe jetzt eine wichtige Frage hinzufragen. Ja, Äh, ich hatte ja Sie auch sind eine Frage äh, gestellt. welche Wer hat diese Kontinent? Lizenz ausgestellt? Von welcher Behörde sind Moment Sie doch. lizenziert? Mein Herr, das erhalten Sie, die ganze Info erhalten Sie alles von den Staaten. Also haben Sie gar keine Lizenz. Okay, gut, weiß ich Herr Bachmut, Bescheid. Sie können alles sagen, was Sie möchten. Wir Ja, dürfen natürlich, mache entscheiden. ich ja auch. Ne? Gerne machen Sie es auch. Genau, also haben Sie Ich keine frage jetzt zum letzten Lizenz. Mal, Herr Bachmut, Sie wollen sich das Ganze jetzt Informationen oder wollen Sie Geld verdienen? Was wollen Sie? Ich möchte erstmal die Informationen haben, damit ich dann weiß, Alles dass klar. ich sicher Machen bei wir dann Ihnen einen schönen einzahlen Tag kann. noch. Ach, Sie sind also Einen ein schönen Tag. Wir Betrüger. brauchen Jetzt habe ich es verstanden. nicht Sie einen sind ein schönen. Betrüger, Wir ich brauchen weiß. solche. Leider nicht. Leider Doch, nicht. doch, doch, ich Da legen Sie leider nicht. falsch. Sie sind ein Betrüger. Da legen Sie falsch, Herr Bachmut. Nee, ich Ja? liege richtig. Ich wünsche Ihnen alles Jede, Gute mit Ihrem ja, jetzt PC. flüchten Ja? Sie aus dem Telefonat, Sie weil Sie sind keine daran Lizenz gewöhnt, wenn Sie haben. auf dem PC, wollen Sie auf dem PC Wieder bleiben. ein dummer Nur Ihre Betrüger, Hände der ins Ohr knallen. reingefallen ist. Ich lach dich aus, dummer Betrüger. Herr Mann, Bachmut. bist du dumm. Das ist nicht lustig, Herr Bachmut. Ja, da, doch, Hören das Sie ist zu, ja? lustig. Sie sind Sie lustig, sind weil Sie sehr ein schlechter erwachsener Betrüger Mann. sind. Genau. Und bitte benehmen Sie sich einmal gut. Okay, Ach, Bachmut? gegenüber Betrügern Sie benehme ich sind mich gerade nie. einmal sehr kindisch, Herr Bachmut. Ja, natürlich. Wo haben Sie Betrüger denn sind. Ihren Hauptschulabschluss gemacht? Ihre Hauptschlussabschluss? Mein Gott, was reden Sie Alles für einen klar, Herr Scheiß? Bachmut. Ich Mann, bedanke sind mich Sie für ein den schlechter entsprechenden Quatsch. Betrüger. Mann, ich lach Sie aus, dummer Betrüger. Tatsächlich. Sie hätten ja jetzt belegen können, dass Sie eine Lizenz haben. Das können Sie ja nicht. Also sind Sie ein Betrüger, ganz klar. Ich habe andere Kunden, die auf mich Ja, warten. andere Opfer Ich heißt habe das bei euch einmal einen Betrügern. Ich Das heißt dann tut Opfer, mir nicht sehr leid, Kunden. mein Herr. Ja, nee, Ich das wünsche Ihnen tut, alles Gute. Deutsche zu betrügen Ihnen tut dir nicht finde ich Ihnen leid. nett. Das tut dir nicht leid, du Mein bist ein Herr, Betrüger. wir werden das Gespräch auflegen, ja? Ja, dann leg doch Ich wünsche Ihnen auf. alles Beste. Bleiben Genau, Sie leg doch gesund auf, und schönen Tag noch, Betrüger. mein Herr. Leg doch Machen auf, wir du wirst gerne. dich auf Ciao, YouTube ciao. hören, dummer Betrüger. Sie, nein, mein Herr, tut mir sehr leid. Nein, da legen Sie auf die falsche Seite. Nein, Tut da mir liege sehr ich genau richtig. Ich liege genau richtig. Ja. Hallo, Zeit. Spreche ich gerade mit Herrn Martin? Bitte was? Spreche ich gerade mit Herrn Martin, oder? Martin ist ja ein Vorname. Martin. Ah, okay. Also Martin Jürgensmann, oder? Das ist richtig, ja. Also Franz. Laura ist Fernsehapparatschatz und ich rufe Sie von Deutsche Börse an. Wer ist da Wegen am einer Apparat? Meldung, die Sie gemacht haben. Laura. Laura Castro ist mein Name. Und ich rufe Sie von Deutsche Börse. Wegen einer Meldung, die Sie gemacht haben über Onlinehandel. Es war vor ein paar Tagen, so, ich glaube, das hören es, oder? Bitte was? Ich verstehe Sie leider schlecht. Können Sie bitte deutlich Also, sprechen? ich habe Ihnen. Also, ich habe Ihnen angerufen wegen einer Meldung, die Sie gemacht haben über Onlinehandel. Ja, bei der Erinnern Sie sich? deutschen Börse. Nicht bei Deutsche Börse. Deutsche Börse heißt unser Unternehmen. Aber Sie haben es gemacht von einer Facebook-Seite von unserer Firma Bitcoin. Hallo? Hallo Martin, Laura, ich bin nochmal. Warum haben Sie aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Warum haben Sie denn aufgelegt? Nein, habe ich nicht, aber egal. Also wie gesagt, Sie haben schon die Anmeldung bei Bitcoin Trading gemacht. Und jetzt schaut sich bei Ihnen weiter informieren, was Onlinehandel ist, wie es funktioniert. Aber können Sie mir sagen, hatten Sie eine Erfahrung in der Zwischenzeit? Hatten Sie schon investiert oder noch nicht? Nee, ich habe noch nicht investiert. Rein theoretisches Wissen. Noch nicht. Also, ich glaube, dass Sie haben dort gelesen, was Onlinehandel ist und wie es funktioniert, oder? Ich weiß, was Onlinehandel ist, ja.
Okay. Jetzt, ich werde Ihnen weiter informieren und es wird alles klar für Sie sein. Natürlich, ich werde Ihnen weiter erklären, was online Handeln ist und wie Sie können einen Konto aktivieren. Und in diesem Weg, es wird alles klar für Sie sein. Ja. Also, einfach, es geht über Online-Handeln, Schatz, wo Sie haben die Möglichkeit, mit Finanzinstrumenten zu investieren. Und von diesen Finanzinstrumenten, Sie werden Profiten bekommen. Natürlich, ja. Es ist Ihre Entscheidung, mein Lieber, welche Finanzinstrument wollen Sie zu investieren. Natürlich, es ist meine Entscheidung. Ja, natürlich. Und beispielsweise am Forex, am Indexen, Kryptowährungen, am Tesla, am Amazon, deutsche Aktien, Rohstoffen, Öl, Gold und so weiter und so weiter. Erstmal, ja. Sie aktivieren ein Handelskonto bei unserer Firma. Und von diesem Moment an werden Sie an Ihrer Verfügung einen Broker oder Finanzberater haben. Und dieses Finanzberater wird Ihnen weiterhelfen mit alles, was Sie brauchen. Er wird für Ihnen Positionen öffnen und schließen. Wird Ihnen helfen, wenn Sie keine Zeit haben, wenn Sie nicht erreichbar sein. Er wird für Sie Profiten erreichen. Und dieses Finanzberater ist verantwortlich für alles, was mit Ihrem Konto passiert. Hallo? Ja, meine Frau, warum haben Sie aufgelegt? Ich habe nicht aufgelegt. Ich habe Ihnen zugehört. Ja, von wo aus rufen Sie denn an, wenn Sie so eine schlechte Telefonleitung haben? Ich habe schon eine gute Leitung am Telefon, aber egal. Nee, es ist nicht egal, es ist keine gute Leitung, weil die Verbindung dauernd wegbricht. Ja, aber Sie haben es aufgelegt. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht aufgelegt. Ich schreie doch gar nicht. Ich schreie doch überhaupt nicht. Warum duzen Sie mich eigentlich? Warum duzen Sie mich eigentlich? Schatz, lass mich das erklären. Wieso Schatz? Also, sind wir... Was sagen Sie dauernd? Schatz? Ja. Also ich bin Ihr Schatz. Warum? Wissen Sie, was Schatz heißt? Ja. Was heißt denn Schatz? Heart in Englisch. Ja, aber ich bin nicht Ihr Schatz. Ich kenne Sie doch überhaupt nicht. Warum sollte ich Ihr Schatz sein? Egal, Herr Martin. Nee, das ist nicht... Nee. Warum Herr Jürgen, ich schreie doch überhaupt nicht. Sie sprechen mir dauernd ins Wort. Ich bin nicht Herr Martin, ich bin Herr Jürgensmann. Okay, Herr Jürgensmann, lassen Sie mich das mehr erklären. Genau, dann erklären Sie weiter. Okay, Herr Jürgensmann, also dieses Konto funktioniert gleich wie ein Online-Banking-Konto, wo Sie können schauen, wie Ihr Kontostand, wie Ihre eigenen Meldungsdaten, wie viel Profiten können Sie verdienen, die Bonus, das Sie werden verdienen und so weiter und so weiter. Dadurch werden Ihnen geben die Möglichkeit, unsere Firma für 1 bis 2 Wochen zu testen. Und in dieser Woche werde ich zeigen Ihnen, wie alles bei uns funktioniert. Und wenn Sie zufrieden sein, wir können gerne weiterarbeiten. Wenn nicht, einfach Sie zahlen die alle Ihr Kapital aus, okay? Okay, mein Kapital, das heißt, wie viel kann ich bei Ihrer Firma denn verdienen? Bitte? Nochmal, wie viel kann ich bei Ihrer Firma verdienen? Also das hängt ab in den Betrag, den Sie bezahlen. Und der Mindestbetrag, den Sie können anfangen mit, ist 250 Euro. Wenn Sie beispielsweise mit 250 Euro anfangen möchten, Sie werden erstmal einen Bonus bekommen und der Bonus ist 200 Euro. Und dann Sie werden Profiten bekommen von dem Betrag, den Sie hatten bezahlt. Und diese Profite sind von 20 bis 25% wöchentlich, über was Sie bezahlen. Das bedeutet... Und schon wieder weg. Ich lass mal weiterlaufen. Oh Mann, das ist wieder dasselbe Callcenter. Da ist sie wieder. Hallo, Herr Jung. Also irgendwas stimmt doch mit Ihrer Telefonleitung nicht. Ich habe nicht aufgelegt, dauernd bricht die Leitung weg. Von wo aus rufen Sie denn an? Von wo aus rufen Sie denn jetzt an? Von deutscher Börse, habe ich das schon gesagt. Ja, von welcher Stadt? Von Deutschland, von Frankfurt.
Nee, das ist keine Frankfurter Nummer und vor allem ist es nicht das deutsche Telefonnetz. Ach, lass mich bitte ausreden. Lass Sie mich doch bitte einfach mal ausreden. Fallen Sie mir nicht dauernd ins Wort. So, das deutsche Telefonnetz ist wesentlich stabiler. Da bricht nicht dauernd Leitungen weg. Ja, ich weiß es schon, aber ich fasse von einem Computer an, das ist der Grund. Ach, dann ist Ihr Computer so schlecht? Nein, es ist schon, es funktioniert schon. Nee, das haben wir jetzt gesehen, das ist der vierte Anruf, weil die Verbindung wegbricht. Was haben Sie gesehen? Ich sehe, dass das der vierte Anruf ist. Sie versuchen mich jetzt zum vierten Mal anzurufen. Innerhalb von 10 Minuten. Werden Sie mich lassen zu reden? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber ich will einen kurzen. Sie haben doch sicherlich eine Webseite, ne? Eine Trading-Seite. Schon, ja. Ja, wie heißt die? GCME Pro. Bitte wie? Können Sie es buchstabieren? Ja, genau. G wie Griechisch. G wie Griechisch? Was ist denn Griechisch? Also G wie. Moment. Ja, wie Ganola oder Gensmann. Wie was? Gensmann? Sie meinen G wie Gustav. Können Sie nicht Deutsch buchstabieren? Gustav. Können Sie nicht Deutsch buchstabieren? Ja, kann ich, aber... Gut, dann machen Sie das mal. Ich habe vergessen. Also, G wie Gustav. Ja. C wie Cäsar. Ja. M wie München. Ja. Baby Paula. Ja. R wie Richard. Ja. O wie Oslo. Ja. Punkt. Punkt. I wie Italien und O wie Oslo. Ah ja, gut, da muss ich mal Ihre Webseite mal anschauen. Augenblick bitte, ich mach sie gerade mal auf. Okay, schauen Sie es? Haben Sie es geschaut, oder? Ja, ich bin gerade dabei. Ich bin gerade dabei. Okay, also wie gesagt, der Mindestvertrag, dass Sie können anfangen mit, ist 250 Euro und Sie werden einen Bonus bekommen und der Bonus ist 200 Euro und mindestens in einem Monat Sie werden haben 700-800 Euro von den Profiten, okay? Ja. Natürlich, Sie können anfangen mit wie viel, das Sie möchten, 500, 800 Euro, 1000 Euro, es ist Ihre Entscheidung. Ja. Also haben Sie schon die Plattform geschaut, oder? Ich bin gerade dabei, es lädt doch ein bisschen. Das also ist ein bisschen was denken Sie? Was denke ich? Hallo? Ja, ich bin hier. Hören Sie mich, oder? Ja, worauf zielte Ihre Frage ab, als Sie fragten, was denken Sie? Also, was denken Sie über Onlinehandel? Wie viel wollen Sie zum Anfangen, oder? Onlinehandel kann sehr interessant sein. Richtig. Kann. Da bedarf es nur einiger Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass man zum Beispiel nicht von Betrügern angerufen wird. Also, Sie werden es selber die Plattform schauen. Sie können dort alles schauen. Die Plattform, die Erfahrungen von unseren Kunden. Sie werden es selber schauen. Und wir sind eine Firma, das wir haben 15 Jahre in dem Markt. Wir arbeiten mit Tesla, mit Amazon, mit SpaceX. Und ich glaube, das wissen also da. Sie sind mit dieser Webseite seit 15 Jahren am Markt? Ja. Ah, ja. 2008, oder? Okay. Ich sehe das gerade. Gut, und Sie sagten, Sie sitzen in Frankfurt. Wo sitzen Sie denn in Frankfurt? In Frankfurt, die genau, also warum möchten Sie es? Natürlich ja. Kann ich es sagen, aber wir arbeiten ja, genau. Online. Ja, das ist mir klar, dass es online ist, aber eine Firma hat ja immer eine Adresse. Ja, natürlich, also wir haben Büros in Frankfurt, in London, in Berlin. Gut, dann frage ich jetzt mal anders, wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Also, welche Firma, welche Straße, also, nein, Entschuldigung, in welche Stadt, welche Land, weil wir haben so viele Büros in ja, ganz Euro. Ja, das heißt, Sie haben meine Frage gar nicht verstanden.
Ich möchte gerne wissen, wo der Hauptsitz, der rechtliche Sitz Ihrer Firma ist. Also in Frankfurt ist Hochstraße, wo ich rufe Sie jetzt an. Okay, das heißt, Sie sind eine deutsche Firma. Also, wir sind eine internationale Firma. Nein. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Sie sind eine deutsche Firma. Wenn Ihr Hauptsitz in Frankfurt ist, dann müssen Sie eine deutsche Firma sein. Wir arbeiten in Deutschland, in England, in Italien, Spanien, in Das habe ich ja gar nicht gefragt. Ich habe nach dem Hauptsitz gefragt. Wo ist denn Ihr, was für eine Firma sind Sie denn? Wo ist Ihr Sitz? Also eine Handelsfirma. Ja, und wo ist, ich habe Sie, Sie verstehen meine Sprache, glaube ich, nicht. Das Problem ist, ja, okay, das ist Ihr Hauptsitz. Dann sind Sie also eine deutsche Firma, richtig? Ja, genau, aber natürlich, wir arbeiten in anderen... Das interessiert ja nicht. Das habe ich ja nicht gefragt. Ja, okay, aber habe ich das schon gesagt? Ja, schon, aber gut, Sie sind eine deutsche Firma. Gut, okay, dann haben wir das schon mal. Die Adresse war Hauptstraße... Hallo, reden Sie mal nicht dazwischen. Also die Adresse ist Hauptstraße, Nummer? 13. Hauptstraße 13, dann gebe ich mal ein. Hauptstraße. Also, haben Sie schon die Plattform geschaut? Ja, natürlich, habe ich schon. Steht das da irgendwo drauf? Hauptstraße 13 und die Postleitzahl von Frankfurt? Weiß ich nicht genau. Aber wieso? Sie arbeiten doch da. Ja, aber ich weiß es nicht genau. Wo steht denn das auf Ihrer Seite? Wir haben es alles in die Plattform. Ja, wo denn? Ja, Sie können scrollen nach unten und Sie können es schauen. Ja, ich sehe es gerade hier. Ich sehe gerade. Das ist in England, UK, London. Sind Sie doch keine deutsche Firma? Also, ein Büro von unserer Firma ist in London. Natürlich, wie ich habe Ihnen gesagt, wir arbeiten in die ganze Euro, in Italien, in Deutschland, Österreich. Das müssen Sie nicht dauernd wiederholen. Das müssen Sie nicht dauernd wiederholen, wo Sie arbeiten. Ich möchte wissen, wo Ihr rechtlicher Sitz ist. Ihr rechtlicher Sitz, wo ist der, in England oder in Deutschland? Also in London. Sie können dort also sind Sie doch keine deutsche Firma. Gut, dann sind Sie ja... Im Prinzip gut, okay. Wir arbeiten in Deutschland auch. Ja, das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Sie müssen das nicht dauernd wiederholen. Okay, so jetzt mal gesetzt den Fall, ich möchte bei Ihnen mitmachen. Ich möchte bei Ihnen einzahlen. Wie kann ich das machen? Also, wenn Sie wollen bei uns einzahlen oder anfangen möchten, ich werde Ihnen weiterhelfen, weil es ist sehr wichtig, keinen Fehler zu machen. Und das hängt ab in die Bank, die Sie haben, in die Bankkonto also und in Ihre Kreditkarte. Wenn Sie beispielsweise ein Master oder eine Visa-Karte haben, ist es sehr einfach. Nee, habe ich nicht. Und Online-Banking? Ja. Okay, können Sie mir sagen, bei welcher Bank sind Sie? Ich habe mehrere Banken. Bitte? Ich habe mehrere Banken und mehrere Konten. Mehrere Banken. Das spielt ja auch keine Rolle, das spielt ja auch keine Rolle, von wo ich es überweise. Das spielt ja keine Rolle. Also, sagen Sie mir ein Bankkonto, dass Sie ein Kunden sein. Und dann ich kann Ihnen weiter sagen, wie können Sie es machen? Ja, ich bin bei der Volksbank, bei der Targo Bank, bei N24 und bei der Sparkasse. Okay, beispielsweise mit der Sparkasse oder Volksbank, mit der Allianzbank. Sie können das mit einem Exchanger machen oder... Nee. Ich möchte ja kein Geld tauschen. Ich möchte einzahlen bei Ihrer Firma. Also natürlich, Sie haben jetzt das Möglichkeit auch, Sie können eine manuelle Überweisung machen. Genau. Aber warum wollen Sie eine manuelle Überweisung machen, wenn es ist einfach sein... Ich will doch kein... Ich möchte gerne mit Aktien arbeiten. Da brauche ich doch keinen Exchanger für Kryptowährungen. Also, bitte nochmal. Ich möchte gerne in Aktien investieren und dazu brauche ich keinen Exchanger für... Lassen Sie mich doch einmal ausreden. Ich möchte gerne in Aktien investieren und in Rohstoffen. Okay. Und dazu brauche ich doch keinen Exchanger für Kryptowährungen. Deswegen möchte ich gerne
eine Banküberweisung machen. Okay, natürlich, Sie können das machen, wie Sie wollen. Ja, genau. Also, schicken Sie mir Ihren Ausweis auf WhatsApp, wenn Sie haben diese gleiche WhatsApp-Nummer. Nee, habe ich nicht. Ich benutze kein WhatsApp und ich verschicke auch keinen Ausweis an wildfremde Leute, die ich nicht kenne. Also, wenn Sie wollen zu investieren, schicken Sie mir Ihren Ausweis. Ich werde Ihnen auf WhatsApp schreiben. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass ich kein WhatsApp benutze. Ich brauche Ihren Ausweis, damit wir können die Konto weiter aktivieren. Nee, das brauchen Sie nicht. Das brauchen Sie nicht. Also weiß ich schon mal, dass Sie... Hey, was ist denn los mit Ihnen? Was wissen Sie? Sind Sie ein dummer Betrüger? Nur Betrüger wollen Ausweise haben. Nein, ich brauche es, weil wir... Nein, brauchen Sie nicht. Nein, braucht man nicht. Sie sind also nur ein Betrüger. Sagen, dass wir Betrüger sind. Doch, natürlich. Beweisen Sie. Hallo, mal Mund halten, mal zuhören. Einfach mal zuhören. Sie können gerne beweisen, dass Sie kein Betrüger sind. Dann sagen Sie mir einfach, ein Finanzdienstleister hat doch immer eine Regulierung. Wo ist Ihre Firma reguliert? Habe ich das schon mal gesagt? Was wollen Sie mehr? Nee, haben Sie nicht gesagt. Wo ist Ihre Firma reguliert? Haben Sie nicht gesagt? Haben Sie nicht gesagt? Sie haben Sie nicht gesagt. Wo sind Sie denn reguliert? Hallo, dumme Betrügerin. Wo bist du reguliert? Die dumme Betrügerin. Ey, fick dich, Betrügerin. Ja, die netten Betrüger aus Frankfurt in England, die sich immer selbst entlarven. Früher hätte man ja gesagt, das wären Anrufe von jenseits des Eisernen Vorhanges. Doch der ist ja inzwischen sehr aufgeweicht, wenngleich ich diesen Betrügern mal einen Aufenthalt in Zimmern mit einem eisernen Vorhang gönnen würde. Auch diese Betrüger hatten wir ja schon mehrfach im Anruf und wir werden sie sicher noch häufiger hören. Vielleicht ja schon im kommenden Mittwochsvideo. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Wochenstart und bedanke mich herzlichst. Bleibt aufmerksam, neugierig und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.